Platz genommen haben, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach einem schlimmen Tag im deutschen Fußball, in der deutschen Fußballgeschichte. Eigentlich fehlen einem die Worte, aber dennoch, es gab heute auch wieder wichtige Zeichen der Solidarität. Der Dank gilt dem FC Bayern für Zusammenstehen gegen eine kleine Minderheit, die Idee des Fußballs, des Sports mit Füßen tritt. Und umso mehr dann auch der Dank, dass wir jetzt hier gemeinsam bei der Pressekonferenz sitzen, um Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Sie wissen es, wir fangen normalerweise mit dem Statement des Gästetrainers an und ich denke, so machen wir es heute auch. Ja. Gut, das eine, wenn man ganz den Sport außer Acht lassen, glaube ich, möchte ich auch heute nicht, weil meine Mannschaft nach dem Spiel in Chelsea heute hier wirklich ein richtig gutes, sensationelles Spiel gezeigt hat. Und sie haben auch in der Höhe verdient, das Spiel bestimmt. Und was dann passiert ist, ja, das ist einfach, sind Dinge, die haben hier nichts zu suchen. Und ich selbst bin hier in der Region aufgewachsen. Ich bin selbst, kenne Dietmar Hopp jetzt schon fast 20 Jahre, über 20 Jahre. Und mir tut es einfach auch leid, was hier passiert ist. So ein Menschen, der A, für die Region so viel gemacht hat, aber dann auch, weil jeder, wahrscheinlich der Chaoten, die da draußen die Plakate hochgehalten hat, der hat einen der Familie, der davon profitiert hat. Durch das, ich sage einfach mal, durch die Krebsforschung oder allgemein die Dinge, die Dietmar Hopp unterstützt in der medizinischen Forschung. Ja. Und da sollen sie sich einfach mal überlegen, was sie da machen. Und ich finde es einfach, das ist eine Sache, die nicht geht. Und absolut müssen wir zusammenstehen, genauso wie wir es dann auch letztendlich gemacht haben. Beide Vereine, beide Teams, muss man sagen, das war ein sehr großes Zeichen nach außen. Und vor allen Dingen einfach auch, hat man gemerkt, ja, dass es nur wenige waren, weil das ganze Stadion hat ein sehr, sehr feines Gefühl gehabt für das, was gerade unten passiert. Und deswegen glaube ich, dass es zum Schluss einfach noch einmal auch durch die Aktion, ja, wo man sagt, okay, man hat gemerkt, man hat ein Zeichen gesetzt und das war gut. Aber die Dinge, die passiert sind, die muss wirklich sagen, das hat mit Fußball nichts zu tun. Das hat mit unserer Sportart nichts zu tun. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie das Weg beenden können, weil so in der Form geht es nicht weiter. Vielen Dank. Alfred, bitte mit deinem. Ja, ich glaube, ich brauche nicht zu viel mehr zu sagen. Hansi hat alles gesagt. Ich glaube, allen sind riesig enttäuscht, dass das heute passiert hier. Fußballergebnis war für uns natürlich auch sehr enttäuschend, aber was danach passiert, ist noch viel mehr enttäuscht für uns, weil, so wie letzte Woche auch gesagt, das verdient Dietmar Hopp nicht. Alles, was er gemacht hat für Hoffenheim, für die ganze Region und auch für uns, was er gemacht hat und für alle Spieler auch. Und ja, das ist einfach so schade, dass das passiert. Sehr traurig sind wir darüber. Und das tut uns auch sehr leid für die Mob, dass das passiert. Und ich glaube, das Zeichen von der Mannschaft, zwei Mannschaften waren sehr, sehr gut. Und damit brauche ich nicht so viel mehr zu sagen. Ja, vielen Dank, Alfred. Dann bitte ich um Anzeichen für Ihre Fragen. Das Mikrofon kommt dann wie gewohnt von der Seite. Wir starten hinten in der letzten Reihe bei Herrn Brunengel von Sky Sport News. Herr Flick, inwiefern macht das auch wütend, mal abgesehen von der Situation von Dietmar Hopp, wenn aus den eigenen, in Anführungszeichen, Fanschaften so ein großes Ausmaß an Destruktivität kommt in einer Situation, in der Ihre Mannschaft ein überragendes Spiel gemacht hat, in der es um sehr wichtige Punkte um die Meisterschaft geht und man nicht nur einen Spielabbruch riskiert hat, man hat es ja förmlich drauf angelegt. Haben Sie da auch irgendeine Erklärung dafür? Nein, habe ich keine. Also Sie sind einfach, das hat nichts mit Fußball zu tun, es hat auch nichts damit zu tun, die eigene Mannschaft zu unterstützen, die Leute sollen zu Hause bleiben. Ja, es ist einfach auch wichtig, dass wenn ich irgendwo hingehe und wenn ich so ein Fußballspiel sehe, der eigenen Mannschaft, dann muss ich einfach damit zufrieden sein, dann muss ich sagen, boah, es hat sich gelohnt, hierher zu fahren und alles andere ist hier fehl am Platz, absolut fehl am Platz. Gehen wir weiter zu Herrn Quast von Sport 1. Hansi, das war scheinbar eine konzertierte Aktion, war ja hier nicht das Einzelstadion. In Dortmund ging das fast 90 Minuten, inklusive sogar der Fans des SC Freiburg. Was denkst du über sowas? Sind wir an einem Punkt angekommen, wo definitiv, und den DFB kennst du auch gut genug, ein sehr, sehr deutliches, hartes Urteil da gesprochen werden muss? Ja,
absolut. Also ich finde schon, es muss ein Zeichen gesetzt werden, mehr als es jetzt bis jetzt passiert ist. Und da soll man auch keine Rücksicht mehr nehmen. Das ist einfach, denke ich mal, an der Zeit, dass man sich dagegen wehrt, dass man aufsteht. Es sind viele, muss man sagen, viele Dinge in der Vergangenheit jetzt hat schon passiert, ob das Münster war oder auch heute jetzt hier, muss man einfach auch sagen, ist auch eine, fand ich dann sehr gute Aktion. Das sind Dinge, die wir in Deutschland einfach auch noch mehr machen müssen, aufstehen gegen solche Chaoten oder man kann auch sagen Idioten. Und deswegen glaube ich einfach, das ist wichtig, dass wir da gemeinsam auch Zeichen setzen und Stärke auch zeigen. Machen wir vorne weiter in der ersten Reihe bitte bei Herrn Klein von der RNZ und gehen dann die Reihe nach hinten. Ja, Frage an beide. Wann, wer und wie hat denn entschieden, dass man diese letzten 13 Minuten dieses Spiels so gestaltet, wie es dann gestaltet wurde? Hey, ich glaube, wenn wir reingegangen sind, haben alle Beteiligten sich miteinander unterhalten. Und da waren Hansi und ich war dabei, Herr Hopp war dabei mit Rummenigge und der Kapitän war dabei. Und dann ist es so gelaufen. Und ich glaube, das war ein klares und deutliches Zeichen, dass es... Fußball ist ein Sport, das alle Spaß haben und es genießen. Und ja, und so wie es dann heute passiert, das, so geht es einfach nicht weiter. Und ich glaube, das Zeichen war stark und von beide. Genau so, ja. So, dann gehen wir genau in die dritte Reihe, bitte. Herr Flick, Herr Rummenigge hat gerade gesagt, das ist ein schwarzer Tag für FC Bayern. Sehen Sie das genauso? Ja, absolut. Ich muss einfach, ich habe ja auch nicht groß überlegt und bin da einfach zur Tribüne hin, zu den Fans hin. Ich war einfach sowas von enttäuscht, auch dass sowas passiert, ja, nach so einem tollen Spiel. Und da wird alles, was eine Mannschaft, die eigene Mannschaft auch geleistet hat, ja, wird weggeworfen und nur... Ja, einfach das, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und das sind einfach Dinge, die machen einen ratlos, aber auch sehr, sehr wütend. Und da hat Karl-Heinz Rummenigge absolut recht, dass es ein schwarzer Tag war. Ja, bitte. Ja, Christian Rottermann, einmal morgen. Nochmal eine Frage an Herrn Flick. Sie sind da in die Kurve gegangen. Was für Emotionen sind da auf Sie eingeprasselt? Sie haben ja versucht zu deeskalieren, aber kommt man da überhaupt dagegen an? Und was mussten Sie sich selbst da auch vielleicht gefallen lassen? Nein, gar nichts. Es war letztendlich, man hat da schon eine Kommunikation gehabt, aber man hat das Gefühl gehabt, dass sie einfach die zwei Dinge durchziehen wollten, ja, und einfach Aufmerksamkeit, Solidarität mit den anderen, aber es hat nichts mit Solidarität zu tun, es ist einfach Dummheit und das kann so nicht sein. Ja, nochmal Ulrike John von dpa. Herr Flick, waren Sie und die Mannschaft irgendwie vorgewarnt, weil Karl-Heinz Rummenigge auch sowas andeutet, dass sich möglicherweise sowas anbahnte, und war die Mannschaft auch irgendwie vorgewarnt? Nein, die Mannschaft war nicht vorgewarnt. Also ich wusste, dass eventuell was geplant ist. Man hat natürlich auch versucht, mit unseren Fernbeauftragten da dagegen zu wirken, und man hat einfach auch geguckt, ob auch Fahnen oder was weiß ich auch dementsprechend reingeschleust werden. Man hat keinen Zugriff. Ich selber weiß nicht, das kommt immer wieder vor, auch bei den ganzen Kontrollen, die man hat. Irgendwie kriegen sie es immer wieder rein und das ist einfach immer wieder ärgerlich. Ja. Gehen wir noch mal in die dritte Reihe. Nochmal für Herr Flick. Dass heute was passiert ist, ist ein paar Tage nach der 120. Geburtstag von FC Bayern. Was sagen Sie zu diesem Timing? Nein, das hat nichts mit dem Geburtstag zu tun. Es ist einfach eine Aktion, die Sie, glaube ich, die das Ultra sind, die Gruppierungen, der Fangruppierungen, sich einfach eine Aktion machen wollten in den Stadien. Man hat es ja gesehen, ich weiß nicht, wo überall. Ich glaube, in Dortmund war es auch. Das sind alles Dinge, die haben jetzt nicht mit dem 120-jährigen Jubiläum zu tun. Haben Sie auch ein bisschen Verständnis dafür. Man ist wirklich aufgebracht, man hat mit der Mannschaft wirklich eine tolle Leistung gezeigt und dann wird sowas kaputt gemacht. Man muss zu Dingen äußern, die in unserer Zeit und Zeitalter einfach nichts mehr zu suchen haben. Ja, wir spielen Fußball, es ist einfach bei uns Multikulti, es ist wirklich, wird jeder... Es ist ein Miteinander, ja, und ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür. Und
Ja, ich hätte gerne, wenn ich mal mir was wünschen würde, wirklich, dass Fans ihre eigene Mannschaft unterstützen, ja, wirklich nur fokussiert sind auf die eigene Mannschaft, den Gegner komplett in Ruhe lassen und wirklich mehr Energie in die stimmgewaltige Unterstützung der eigenen Spieler. Oh, das wäre dann, glaube ich, für uns alle viel, viel besser, weil man sich dann nur um das eigene, nämlich um die eigenen Spieler kümmert, um das, warum dass ich da Fan bin und nicht solche Aktionen haben nichts zu tun im Fußball. Ich glaube, da hinten war noch eine Frage und dann machen wir auch Schluss. Ja, ich bin hier als Blindenreporterin und musste unseren Fans ja dann heute erklären, was da passiert und auch, warum das Spiel nicht abgebrochen wurde. Wie sehen Sie das denn, Herr Flick? Wäre nicht vielleicht ein deutlicheres Zeichen, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre? Das war zumindest das, wo wir nachher drüber diskutiert haben. Ich bin auch nicht ganz firm in dem drin, wie es also abläuft, aber ich glaube, so habe ich es verstanden, dass es insgesamt 3 Abbrüche braucht. Beim dritten, wenn es noch was passiert wäre, wäre das Spiel abgebrochen worden und irgendwann dann später wahrscheinlich dann unter Ausschluss der Fans dann wiederholt worden. Und deswegen sage ich auch, glaube ich auch, dass die 2 Aktionen geplant waren. Sie wussten genau, was sie tun. Und ja. Da kann sich jeder das Bild selbst drüber machen. Okay, dann bedanken wir uns, wünschen den Gästen einen guten Nachhauseweg, bedanken uns auch nochmal für die starken Worte, Hansi, und auch bei Alfred. Und ja, wir sehen uns hier wieder gegen Hertha BSC am 14. März.